Ich habe vorher schon so ein Airbag-System gesehen. Wo steckt denn das drin? Unser Airbag-System heißt JetForce. Mhm. Das wurde gemeinsam mit Black Diamond entwickelt. Und das JetForce-System ist ein elektronisches System, ja, also ein Akku betrieben mit einem Düsengebläse. Und das Düsengebläse saugt aus der Umgebungsluft die Luft innerhalb von 2,5 Sekunden in den Airbag. Mhm. Und das elektronische System bietet jetzt mehrere Vorteile. Einerseits die Mehrfachauslösung. Mhm. Also man kann jetzt wirklich ohne Zusatzkosten üben, also okay, Auslösetraining machen, sich wirklich vertraut machen mit dem Gerät. Können wir so ein Training mal sehen? Ja, natürlich. Also das System, das wird einmal aktiviert, indem man den roten Knopf hier für 4 Sekunden drückt. Dann startet der Motor. Mhm. Das System macht einen Selbstcheck. Und sobald die grüne Systemkontrolllampe hier leuchtet, bedeutet das, das System ist einsatzbereit und funktioniert. Mhm. Gut. Und dann kann es durchziehen, das Auslösegriff. Das muss ich selber auslösen? Ja, exakt. Das ist bei allen Systemen gleich. Also wenn ich schon merke, jetzt kommt die Lawine von hinten, zack. Ja, genau. Also also meistens ist es so, dass dann in einer Lawine, wenn ein Schneebrett ausgelöst wird, dann wird... Also man verliert sozusagen den Boden unter den Füßen. Es ist gleich wie wenn jemand den Teppich unter dir wegzieht. Und dann gilt es möglichst rasch, ohne zu überlegen, zu ziehen. Ja. Gut. Können wir es mal auslösen? Ja, wollen Sie das bei machen? Mir gleich? Ja, bitte. Gut. Und ich ziehe? Genau, wichtig wäre auch noch... Unten. Wichtig wäre auch noch natürlich normalerweise, also dass das System wirklich gut verschlossen ist, also wollen gut Sie das mal am Körper befestigt ist. Und es gibt dann zusätzlich noch einen, der ist hier versteckt, den Beingurt, damit der Rucksack nicht verloren geht. Also wir brauchen das jetzt nicht ganz exakt anpassen, aber grundsätzlich wäre das so, dass es mal die Vorbereitung. So fest ist. Hier gibt es auch noch das oben, das Strap, genau. Genau, und das System ist jetzt auslösebereit und durch einen kräftigen Zug am Auslösegriff. Erschrecke ich jetzt oder was passiert jetzt? Nein, es startet wieder der Motor, also okay, es ist laut und dann beginnt sich der Airbag von einer Seite zu öffnen. Genau. Dann wollen wir das mal machen. Fest nach unten ziehen. Okay. Ist der voll aufgeblasen schon? Genau, ja. Eigentlich voll aufgeblasen. Ja. 2,5 Sekunden. Was bewirkt der Luftsack jetzt, dass ich praktisch an der Oberfläche bleibe? Oder? Ja, genau. Also man Seiden. Ist bei einem Lawinenabgang ist man eigentlich Passagier und man ist ohnehin, ja, man ist Passagier, man hat da nicht viele Möglichkeiten zu reagieren. Und der Airbag macht nichts anderes, als dass er das Volumen vergrößert und große Teile bleiben, im Gegensatz zu den kleinen Teilen, wenn die Lawine in Bewegung ist, eher an der Oberfläche. Er pumpt permanent auf oder ist es jetzt voll aufgepumpt? Ja, genau. Also er pumpt über einen Zyklus von 3 Minuten immer wieder mal nach. Das schreibt die Norm vor, dass das Volumen mindestens 3 Minuten lang gehalten werden muss. Gut. Eine Besonderheit bietet das JetForce, das elektronische System, noch. Und zwar ist das automatische Absaugen des Ballons nach diesen 3 Minuten. Also auch wieso, wenn man mit Airbag jetzt verschüttet ist, was ja noch immer passieren kann, dann hat man nach diesen 3 Minuten einen Hohlraum mit 200 Litern und der Druck vom Brustkorb ist weg und gerade in diesem Bereich Schulter, Kopf, Brustkorb hat man wirklich sogar die Möglichkeit, sich zu bewegen. Ja. Mhm. Und es erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit noch einmal, also auch im Falle einer Verschüttung. Was kostet mich diese Ausrüstung? Das JetForce-System gibt es ab 1.000 Euro. Das ist jetzt in der Anschaffung ein etwas höherer Preis, aber wie gesagt, es entstehen keinerlei weitere Zusatzkosten bei den Auslösungen. Und ich kann
jederzeit auslösen. Ich brauche nicht mehr überlegen, soll ich nicht. Ist mehr, ja. mehrmals benutzbar. Ja, genau. Also das System macht mindestens 4 Auslösungen, aha, wenn die Batterie voll ist. Temperaturabhängig, bis zu 10, 12 Auslösungen. Jetzt saugt er gerade ab, automatisch. Ach, jetzt saugt er wieder ab. Ja, genau. Also nach dem automatischen Absaugen würde jetzt hier ein 200 Liter großer Hohlraum entstanden sein. Die Überlebenschance bei einer Ganzverschüttung noch einmal beträchtlich erhöht. Mhm. Gut. Ich glaube, das Gerät wird viele Leben retten. Tolle Erfindung. Wünschen alles Gute damit. Danke, ja. Danke.